Servus und willkommen zu einer neuen Folge zu PlayStation News und mehr. Willkommen zurück und heute schauen wir doch einfach mal, was wird uns diese Woche erwarten, was ist letzte Woche alles passiert, was gibt es Neues aus der PlayStation und Gaming-Welt, und wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare rein und ich würde sagen, wir schauen jetzt, dass wir direkt loslegen. First things first, und zwar neue PS Plus Games für den März, die kommen tatsächlich morgen schon raus und da sind echt ein paar Knaller dabei. Mein Favorit, EA Sports Formel 1 23, das ist noch aktuell der neueste Titel für die Formel 1 zum Zocken. Ich glaube, da brauche ich nicht viel erzählen. Ist wie immer ein, genauso wie FIFA oder EA Sports FC 24, einfach ein Klassiker, kann man immer zocken, macht immer Bock. Und ja, also das werde ich mir auf jeden Fall direkt morgen holen, weil habe ich bis jetzt noch nicht. Ich habe auch noch mal reingeschaut, so Moment mal, Formel 1 23, wann kommt denn 24 raus? Habe hier mal gerade geschaut und zwar auf der Sony-Seite am 31.05.2024, also ein gut April, Mai, Ende Mai, 2,5 Monate, sowas, kommt dann der neue Titel raus. Deswegen finde ich es cool, dass Sony den jetzt trotzdem schon vorher auch den aktuellen rausbringt. Und es gibt aktuell auch einen Pre-Order-Rabatt. Das heißt, wenn ihr Formel 1-Fan seid und ihr auf jeden Fall die 24er-Reihe euch holen wollt, gibt es die aktuellen Pre-Order für 10 Euro günstiger. Das war es aber noch nicht. Dann gibt es noch ein DLC und zwar Destiny 2 Hexenkönigin. Kommt auch morgen mit raus, brauche ich glaube ich auch nicht viel zu erzählen, klasse Game und da die Erweiterung, ja, immer her damit. Dann haben wir noch zwei Titel, die ich jetzt auch noch nicht kannte, aber die sehr interessant klingen und auch gute Bewertungen haben, und zwar einmal Hello Neighbor 2 und ein bisschen skurril, ihr müsst da bei eurem Nachbar einbrechen und, oder bei nicht nur allen Nachbarn, sondern mehreren Nachbarn, und das funktioniert am Anfang noch relativ easy, ja. Aber wenn ihr jetzt, keine Ahnung, jedes Mal über das Fenster einsteigt, checkt das die KI, also euer Gegner irgendwann, und stellt sich darauf ein, dass ihr über das Fenster einsteigt. Das heißt, ihr müsst euch mit dem Spielverlauf immer neue Strategien überlegen, wie ihr in das Haus reinkommt, ohne dass es jedes Mal dieselbe ist, weil, wie gesagt, die KI dazu lernt. Klingt sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall ein Game, was ich mir auch runterladen werde morgen. Und dann noch Sifu. Habe ich auch, keine Ahnung, noch nie gehört. Und da spielt ihr gegen Horden von Gegnern. Ja, nennt mich so ein bisschen an Serious Sam. Auf jeden Fall müsst ihr die ganzen Horden von Gegnern platt machen. Ihr dürft aber ja auch sterben. Aber jetzt kommt das Coole an diesem Konzept. Jedes Mal, wenn ihr umkommt, dann kommt ihr wieder zurück in das Level. Aber ihr seid ein Jahr älter. Das heißt, umso öfters ihr drauf geht, umso älter werdet ihr. Und umso langsamer werdet ihr und so weiter. Also ihr habt dann irgendwann immer mehr Nachteile, ja. Echt cooles Spielkonzept, habe ich so auch noch nie gehört. Von daher muss ich sagen, also, weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde den März, also es waren ja dieses Jahr schon ein paar Knaller dabei, aber den März finde ich jetzt so von den Games bis jetzt am besten. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also ich finde es mega. Dann habe ich euch noch eine besondere Sache mitgebracht, und zwar, ich kriege ja immer wieder Kooperationsanfragen, wie gesagt, vieles davon lehne ich auch ab, aber manches nehme ich auch an, und zwar einmal wurde ich heute, oder was heißt heute, aber letzte Woche gefragt von Gamesco, weiß ich nicht, ob ihr die Seite schon kennt. Das Konzept fand ich sehr interessant, auch wenn es so ein bisschen eine Grauzone ist, ja. Aber ihr kennt das ja, das Problem, wir haben überall mittlerweile Abonnenten. Du brauchst für jeden, eigentlich für jeden Dienst brauchst du ein Abo, wo monatlich Kohle von deinem Konto runtergeht. Man verliert auch komplett den Überblick und es wird ja auch immer teurer, ne? Also wie gesagt, für alles oder ohne Werbung, was weiß ich, braucht man ein Abo. So, das ist ja jetzt nichts Wildes, aber ich zum Beispiel habe auch Spotify, habe ich auch ein Abo und habe aber über eine VPN dann über, boah, weiß ich gar nicht, Indian, whatever, habe ich dann zum Beispiel ein Jahresabo abgeschlossen, was deutlich günstiger war. Ja, wie gesagt, Grauzone, aber ist nicht illegal. Und jetzt gibt es aber eine Seite, die das für sich zu nutzen weiß und das Ganze gebündelt macht, und zwar Gamesco. Schaut da gerne mal rein, ich mache euch den Link unten rein und dort habt ihr die Möglichkeit, komplett unkompliziert, ohne eine VPN, sonstigen Kram, dass ihr da irgendwelche riesen Schritte machen müsst, könnt ihr über diese Seite ganz normale Premium-Abonnenten abschließen, zum Beispiel für Netflix, für Disney Plus, ja. Also es gibt so viele Sachen dort. Und das Ganze dann halt deutlich günstiger, als wenn ihr das direkt bei dem Dienstleister, also direkt bei dem Dienstleister dann oder bei dem Unternehmen abschließen würdet, ja. Wie gesagt, bestes Beispiel da zum Beispiel Spotify. Finde ich eine coole Sache, nutze ich ja teilweise auch selber. Und deswegen, Gamesco hat mich gefragt und ich sage, ja, ich will das hier zumindest mal in meinem Video erwähnen. Geht gerne auf die Seite, ich mache euch den Link rein. Und Gamesco hat mir auch nochmal einen Promotion-Code gegeben, den mache ich euch auch unten rein, dann kriegt ihr nochmal on top Rabatt, ja.
Genau, wenn ihr da Fragen habt, ne, schreibt das gerne auch in die Kommentare. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber sowas nutzt oder ob ihr sagt, nein, geht gar nicht, würde ich nie machen. Oder ob ihr sagt, ja, selbstverständlich, bei den Preisen auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, am Ende kann es jeder für sich entscheiden. Ich persönlich, zumindest nicht für alle Dienste, aber für den einen oder anderen Dienst, den ich mir vielleicht so nicht holen würde, wo ich dann sage, ja, okay, wenn der nur die Hälfte kostet, dann überlege ich mir das tatsächlich. Kann das durchaus eine gute Sache sein. Deswegen schaut gerne nochmal rein. Ich mache euch hier oben auch nochmal den Link rein. Wenn da Interesse besteht, klickt gerne mal drauf. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Also es geht ja auch irgendwie der März Schlag auf Schlag. Rise of Runin kommt am 22. März auch raus. Auch wird, also, ja, Alter, das wird ein geiles Game. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Gibt's aktuell, ich glaube auch die meisten von euch werden sich's wahrscheinlich holen, gibt's aktuell einen Pre-Order-Bonus. Deswegen empfehle ich, kauft's euch jetzt schon, dann kriegt ihr einen Rabatt. Beziehungsweise, was heißt Rabatt, aber ihr habt halt dann nochmal ein paar Extras, die on top kommen, die ihr nicht extra noch kaufen müsst. So rum, ja, ich mache euch den Link unten von Amazon rein und auch den Link zu PlayStation Store direkt. So wie ich das jetzt hier aber sehe, geht das nicht für die digitale Version, sondern nur, wenn ihr die Disc habt. Ja, aber ich mache euch den Link rein, schaut nochmal nach. Für die Disc geht es auf jeden Fall, für die digitale Version bin ich mir gerade nicht sicher, aber mir ist es ja egal, ich habe ja die PlayStation 5 mit Laufwerk, deswegen zur Not hole ich mir die Disc, zock das Game durch und dann verkaufe ich es einfach wieder. Ah ja, und dann von einem Angebot zum nächsten. Aktuell hat Sony, ich habe aber irgendwie das Gefühl, Sony hat immer irgendwelche Angebote, aber tatsächlich aktuell mal wieder bis zu 75% Rabatt. Naja gut, das sind dann irgendwelche, keine Ahnung was für Games, ja. Aber es sind auch ein paar gute Sachen dabei, zum Beispiel Assassin's Creed Mirage. Gibt es aktuell im Angebot bei, ich wollte schon sagen bei Amazon, ja da auch, aber nicht für den Bestpreis, sondern direkt im PS Store zum Runterladen und zwar für 29,99 €. Für alle, die Assassin's Creed Mirage noch nicht gezockt haben, kann ich euch dieses Angebot auf jeden Fall empfehlen. So, da bin ich wieder. Ich musste tatsächlich jetzt erstmal ein paar Videos von der Speicherkarte wieder löschen, ein paar alte von meinen PlayStation News, weil mir echt der Speicher voll war, aber braucht euch nicht zu interessieren, da bin ich wieder. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar ein recht lustiges oder ein, ja, was heißt lustig, aber ein interessanter Fun Fact. Final Fantasy Rebirth ist ja letzte Woche sehr erfolgreich gestartet, hat auch sehr gute Bewertungen und wenn die Frage kommt, nein, für die PlayStation 4 wird es nicht mehr kommen, wir hatten das Remake 2020. Und ich bin auch einfach froh, dass Sony oder egal welche Entwicklerstudio sich einfach auf die PlayStation 5 konzentrieren. Das wollte ich ja auch immer so. Und ja, jetzt ist es endlich auch soweit. Ja. Genau, das dazu erstmal Final Fantasy Rebirth, also Final Fantasy 7. Und genau, 1997 kam der Originaltitel raus. Und dann ist es so, wenn ihr dort in Tifas Haus reingegangen seid, ja, dann gab es dort ihren Kleiderschrank und im Originaltitel von 97, ich weiß gar nicht, wie es beim Remake ist, aber zumindest 1997 konnte man dann, Fun Fact, da hingehen und konnte man dann irgendeinen Teil von ihrer Unterwäsche klauen. Jo, keine Ahnung, ne, ging halt, war so ein Fun Fact oder halt ein Easter Egg, whatever, halt so ein bisschen an, ne, einen Gag halt gedacht. Ja, und ihr werdet es dreimal raten, was in der neuesten Version ist, geht natürlich nicht mehr, ja. Man kann da noch hingehen, man, dann kann man auf, ne, wird mal gefragt, möchtest du wirklich jetzt da irgendwie ein Kleiderstück klauen oder was? Du kannst dann auf Ja klicken, ne? Aber außer Empörung passiert da nichts, beziehungsweise dann kommt ein Kommentar von, weiß gar nicht von wem jetzt genau, weil ich habe es auch nur gelesen, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, wo dann steht oder der dann sagt halt, die Zeiten haben sich geändert. Yes, okay. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ist das jetzt, ne, dann war jetzt im Internet dann auch so ein bisschen wieder so ein Skandal, dass es ja Zensur ist, ne, und wie kann man nur und das und dies und ja, also es ist halt ein schmaler Grat, auf jeden Fall. Was sage ich dazu? Ja, finde ich es jetzt gut, weiß ich nicht. Ich muss mal das aber auch unbedingt machen, weiß ich auch nicht. Am Ende ist es wie eigentlich ein Jugendscherz und keine Ahnung, der halt jetzt nicht mehr funktioniert. Mein Gott, dann ist es so. Ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber sehe es trotzdem natürlich auch ein bisschen kritisch, ne? Wo hört man auf und oder wo fängt man an, hier irgendwelche Dinge zu zensieren? Aber ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Das heißt, wenn ihr mal in Tifas Haus seid, geht gerne mal in den Schrank ran und probiert mal, was passiert. Dann weiß ich nicht, wer von euch das Game Ghost of Tsushima gezockt hat. Das kam 2020 relativ mit dem PlayStation 5 Release auch direkt für die 5er raus. Und dieses Game soll jetzt wohl, angeblich gab es irgendwie einen Leak, dass das Ding auch für den PC rauskommt. Und dann weiß ich nicht, wenn es für den PC kommt, vielleicht auch für die Xbox. Ja, ich selber habe das gar nicht gezockt, das Game damals, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich hatte damals auch noch nicht die PlayStation. Ich habe es gerade mal geguckt. Director's Cut gibt es für die PlayStation 5, könnt ihr kaufen. Kostet immer noch knapp 80 Euro im PS Store. Alter, das Spiel ist doch 4 Jahre alt, ja. Aber okay, ne, für alle, die am PC auch zocken, könnte das vielleicht auch interessant sein. Dann abschließend habe ich noch zwei Themen.
Zum einen, einfach nochmal, damit ihr es gehört habt, Sony hat jetzt oder letzte Woche bekannt gegeben, dass 900 Stellen gestrichen werden im Gaming-Bereich, Entwicklerstudios. Das Studio in London macht komplett zu und da ist auch Naughty Dog davon betroffen, also die The Last of Us, Uncharted programmieren, ja, also das... Ich hatte ja vor ein paar Wochen auch schon mal berichtet, dass Microsoft, wie viel waren es? Microsoft hat auch 1900 Stellen gestrichen im Gaming-Bereich. Ja, dann war jetzt auch wieder, habe ich gelesen, Gaming ist die Gaming-Branche am Ende und was weiß ich. Nein, natürlich nicht. Also das war halt einfach, ich meine, nochmal, die Gaming-Branche macht mehr Umsatz als Hollywood mittlerweile. Die macht ganz sicherlich nicht dicht, aber in den letzten Jahren, das war halt einfach auch ein krasser Hype, natürlich auch durch Corona noch vielleicht nochmal ein paar Leute mehr gezockt und so weiter. Die Zahlen sind alle explodiert, man hat eingestellt wie blöde. Ja, und jetzt konsolidiert sich halt der Markt etwas. Das muss man halt auch einfach so sagen. Gibt dazu tatsächlich auch ein paar Facts und zwar... hatte Sony geplant gehabt, 2023 oder im Fiskaljahr 2023 25 Millionen Konsolen zu verkaufen. Es waren am Ende nur 21 Millionen. Ich meine, 21 Millionen ist ja trotzdem viel, ne? Also deswegen, das Potenzial ist weiterhin da, aber der Markt konsolidiert sich und da gehört es halt auch mal dazu, dass leider dann auch Stellen gestrichen werden. Deswegen finde ich oder gehe ich nicht davon aus, dass wir da jetzt irgendwie Angst haben müssen, dass wir in Zukunft keine Games mehr sehen werden. Und dann habe ich noch einen interessanten Artikel gefunden gehabt, wo ich aufmerksam geworden bin und dachte so, okay, das muss ich mir durchlesen. Und zwar, PlayStation 1 ist in einer Disziplin schneller als die PlayStation 5. Und ich so, was soll das denn jetzt wieder sein? Ja, aber eigentlich auch wieder ganz lustig. Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Tatsächlich Ladezeiten. Um welche Ladezeiten geht's? Wenn man die PlayStation 5 startet, dann braucht diese, hat jemand getestet, ziemlich genau 20 Sekunden. Die PlayStation 4 Pro braucht 20 Sekunden, die normale PlayStation 4 sogar 22. Aber jetzt Achtung, PlayStation 1 und 2 brauchen nur 11 Sekunden. Also knapp die Hälfte, ja. Also ist sozusagen die PlayStation 1 und 2 doppelt so schnell wie die PlayStation 5. Ja, da hat man wieder so einen schönen Titel, wo alle draufklicken. Ja, und warum ist das so? Vielleicht erinnert ihr euch noch, PlayStation 1 und 2 hatten gar kein Menü. Das heißt, ihr seid direkt, ihr habt das Game eingelegt gehabt und seid direkt in das Game reingekommen. Da musste man halt noch kein Menü laden und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt die PlayStation 1 und 2 in dieser Disziplin schneller. Ja, das ist Fakt. Ist es aber deswegen der Rede wert? No. Also null. Weil, also wenn ich hier die PlayStation 5 anmache, dann geht die Soundanlage noch an, was weiß ich. Und also die 20 Sekunden oder die 10 Sekunden mehr tun mir nicht weh. Yes, so, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid auch gut reingestartet. Denkt an die Angebote, schaut mal rein. Wie gesagt, Assassin's Creed Mirage, aktuell günstiger. Und auch, wie gesagt, würde ich an eurer Stelle immer mal bei Amazon und bei Mediamarkt reinschauen. Da gibt es immer wieder Angebote für die PlayStation 5. Hatte kurz reingeschaut, da war jetzt auch wieder ein Angebot. Das ist aber jetzt schon wieder abgelaufen. Also das kann man sagen, ändert sich tagtäglich. Da würde ich an eurer Stelle mal reinschauen. Ansonsten, damit ihr es mal gehört habt, ich habe jetzt wieder eine Kooperation. Ich kriege für die PlayStation 5 hier Gaming-Zubehör, was ich euch vorstellen werde, sobald das da ist. Und ansonsten, wenn mir noch was anderes einfällt, dann werde ich das auch demnächst wieder posten, damit auch wieder ein bisschen mehr Content auf meinen Kanal kommt als immer nur PlayStation News. Weiß ich, aber ich habe auch aktuell viel zu tun, aber deswegen nichtsdestotrotz PlayStation News auf jeden Fall und on top gucke ich mal, dass ich jetzt demnächst mal wieder ein paar andere Videos noch mit rausbringe. So, jetzt habe ich genug geschnackt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Viel Spaß beim Zocken, bei Fragen. Wie immer nutzt die Kommentarfunktion und wir sehen uns schon bald wieder in einem neuen Video. Ich freue mich. Bis dahin, haut rein. Ciao.